Vielen Dank. Sehr aufmerksam, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserem Festival der guten Laune. Und unser Bundesfinanzminister Hans Eichel hat jetzt eingegriffen. Sie haben es alle gelesen, gehe ich davon aus, ja? Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung mit dem Euro ist. Haben Sie auch subjektiv das Gefühl, es wird alles teurer? Ja, ist das so? Angeblich ist es nicht so, aber ich habe auch das Gefühl, es wird alles teurer. Und Hans Eichel hat jetzt gesagt, Boykott! Gehen Sie nicht mehr hin, wo Sie das Gefühl haben, Sie werden abgezockt. Also wo Sie das Gefühl haben, abgezockt werden, nicht mehr hingehen. Aber ich finde, es stimmt nicht, dass alles teurer wird. Zum Beispiel die Telekom-Aktie ist so billig wie nie. Sehen meinen Gesichtswechsel? Jetzt wird es nachdenklich. Heute sind Sie nach Thailand geflogen, denn er will sich dort um sein Kinderhilfsprojekt kümmern. Stefan Effenberg und Frau Strunz. Ich hatte meinen Verdacht, ich hatte schon in der letzten Saison den Eindruck, Effe ist zu Hause spritziger als auswärts. Und das ist sehr sympathisch. Wir sind schon jetzt Freunde geworden, dass Sie jetzt gelacht haben, weil ich habe den Gag vertauscht. Haben Sie gemerkt? Ja. Es hätte natürlich heißen müssen, er ist auswärts spritziger als zu Hause. Aber genügt nicht einfach das süße kleine Wörtchen spritzig, um sich wegzuschmeißen? Das ist auch der Grund, warum unsere Nationalmannschaft gestern dieses unschöne 0:1 gegen Wales einstecken wurde. Ich habe es gehört. Viele walisische Spieler haben während des Spiels zu den Deutschen gesagt, hey, Effe, treib's auch mit deiner Frau. Helmut Schellet and the Wild Tigers! Effe war auswärts spritziger als zu Hause. Effe war auswärts. Toll, dass dieser Gag trotzdem funktioniert hat. Das heißt, das ist toll, meine Damen und Herren. Sie denken mit. Verstehen Sie? Ich versuche, die Silben einigermaßen zusammengehörend abzuliefern und Sie bringen sie in die richtige Reihenfolge. Das macht es einfacher. Klar. Oder? Wenn ich überlege, was Kollegen in anderen Shows arbeiten müssen, ja, und sich vorbereiten und Dialekte drauf haben und Perücke und Bärte kleben und so. Ich sage, ich biete Ihnen folgende Silben an. Ben Effen spritzig Hause. Ha! Und der jahrelange Kundendienst, die jahrelange Pflege des Publikums, dass man auch sagt, ja, er wird jetzt alt, er kennt nicht mehr alle Buchstaben, er hat nicht mehr alle Silben flüssig parat, helfen wir ihm. Und das habe ich heute gelesen. Was denn? Die immer älter werdenden Völker stellen ein Problem für die Finanzierung der ganzen Sozialsysteme weltweit dar. Ja. Japan, überall. Unser Thema. Denn immer wieder sage ich es Ihnen, in 5 Jahren verlasse auch ich die Zielgruppe, meine Damen und Herren. In 5 Jahren heißt es Adios, Miniröcke und elektrische Gitarren. Herzlich willkommen bei einem schönen Glas Wein auf meiner Eckbank hier in Wildbad Kreuth. Zum Sat.1 Bilder und Notenbüchel. Man muss sich rechtzeitig darauf einstellen. Mein Gast heute hat diese Probleme nicht. Er wird von Mal zu Mal jünger. Er ist einer der schönsten Männer im deutschen Fernsehen, wenn nicht der attraktivste überhaupt. Er arbeitet für den besten Sender der Welt, für das ZDF, meine Damen und Herren, und wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Vater. Heute haben wir uns immer wieder ein gern gesehener Gast, Kai Böcking. Effe ist zu Hause auswärts spritziger als zu Hause. Helmut, wo ich dich gerade lachen höre. Das ist interessant, dieses Autorennen, bei dem du teilgenommen hast, wo wir gestern einen Ausschnitt gezeigt haben. Weißt du, wer gewonnen hat eigentlich? Nein, wer? Bin ich gar nicht zugekommen gestern. Und zwar nennt man den Schumi 3 Sebastian Stahl. Das ist der, wie sagt man, Stiefbruder von den beiden Schumacher-Brüdern. Interessant. Wahnsinn, ne? Ich wusste nicht, dass die Schumis einen Stiefbruder haben. Ja, haben sie auch. Ja, gar auch nicht. Wie heißt ja, das? Es ist in Anführungsstrichen. Also Stief, gar nicht Bruder. Ja, ne? Ja, pass auf. Ne, der Vater von Ralf und Michael hat eine neue Frau. Ja. Und die hat einen Sohn mit in die Familie gebracht. Ach so. Und, ja, der hat doch gar keinen. Ja, weil.
Der hat doch gar keine Schumi-Gene, das ist doch kein Stiefel. Ja, überhaupt nicht. Es zählt ja nur das echte Schumi-Gen. Ja, klar. Das heißt, entweder der Vater von Ralf und Michael oder die Mutter von Ralf und Michael. Ja. Das ist so genau genommen, ja. Ja, eben. Das ist ja wie wenn du sagst, ich bin mit Hugh Grant verwandt, weil du mal einen Film mit ihm gesehen hast. Ja, aber ist doch trotzdem. Komm jetzt nicht wieder mit solchen Geschichten. Aber ist doch interessant, oder? Bitte? Ist doch interessant, dass er trotzdem gewinnt. Nein. Ich finde das interessant. Ich meine, es ist. Wir konnten jetzt klären, was ist ein Stiefbruder. Ja, ja, hat er sich dir gegenüber als Stiefbruder dargestellt? Nein. Woher weißt du das? Ich habe das rausgekriegt. Beim Durchwühlen seiner Sachen, oder? Nein. Wie denn? Wie denn? Ja, das erzählt mir jemand. Wie denn? Wie hast du das rausgekriegt? Irgendjemand sagte mir das, wusstest du, dass das Schumi 3 ist? Da sage ich, nein, wusste ich nicht, da heißt ja Sebastian Stahl. Ja. Und Stahl ist nicht Schuhmacher. Und dann erzählt mir, ja, aber der ist so und so, was ich eben erzählt habe. Ja, aber er hat immerhin gewonnen, ich meine. Die Presse reißt sich um ihn. Ja, und? Barrichello hätte auch gewonnen. Die Presse reißt sich um ihn? Der macht ein Interview nach dem anderen. Der war jetzt schon bei Andreas Türk, dann war er bei ProSieben und so. Gut, Strafe muss sein. Dann kommt er zu uns. Ich finde, Effe war auswärts spritziger als zu Hause. Ja. Ja. Schumis falscher Stiefbruder. Das ist ja fast so wie der falsche Sohn von Milovic. Nee. Mal hier in Köln. Ach so, oh ja. Dieser falsche. Ständig tauchen falsche Söhne und Verwandte auf. Da fällt mir ein, was genau ist eigentlich ein Schwippschwager? Ein Schwippschwager ist jemand, der bald dein Schwager ist. Nein. Nicht? Doch, das ist doch irgendwie, wenn du eine Schwester hast und die hat einen Freund, aber die sind noch nicht verheiratet. Ist das dein Schwippschwager? Definitiv nicht. Ein Schwippschwager ist sozusagen, wenn deine Frau eine Schwester hat, ja, dann ist das deine Schwägerin. Ja. Und ich glaube, deren Mann ist dein Schwippschwager. Ah, das kann auch sein. Oh. Ich weiß nicht, ist das so? Ja. Ja. Komm. Dieses Verwandtengesindel halt. So, ein Schwippschwager. Wer fehlt, Marco? Marco und Nathalie auf Dienstreise. In Cannes. Und rat mal, wen Nathalie schon alles gesprochen hat. Unglaublich. Hat schon eine Frage an Woody Allen gestellt? Nein. Doch. An Sharon Stone? Nein. Und an David Lynch? An David Lynch? Ja. Und weiß man, welche Fragen? Nö. Das ist ja Spannung. Nächste Woche. Das hört man. Sind in Cannes. Sie haben mich angerufen, Sie waren heute mit meiner Yacht ein bisschen rausgefahren. Richtung Saint-Tropez. Tolles Wetter. Ja. Und ich habe gesagt, cremt euch ein. Ihr seid nicht bei NTV. Ja. Thema, was war heute das Thema? Achso, das Thema war Effe, auswärts spritziger als zu Hause und Helmut falschem Schumi aufgesessen. Aber wir konnten das klären. Ja. Stell dir vor, wir haben ganze Boulevard-Serien zunichte gemacht, weil wir sagen, nein, wir wissen, er ist kein echter Schumi. Welches Bier trinkt der Antrag? Heute wissen es pro Sendung ein Bier, um die etwas notleidende deutsche Bierindustrie zu unterstützen. Seit ich das hier trinke, geht der Absatz nach oben. Ist das Moment. Wer hat das herausgefunden? Der Stiefbruder von Schumi? Nein. Das ist so? Ja, das ist so. Ja. Und der Regenwald blüht, man kommt kaum noch durch. Ja, genau. Ich finde es auch wichtig, dass der Regenwald gerettet wird. Ich brauche bald wieder neue Möbel. Wie hat eigentlich Leverkusen gespielt gegen Real? Die haben gewonnen. Sie wissen es, meine lieben Freunde zu Hause. Aufzeichnungstermin bei uns 18 Uhr. Wir können nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen ist. Nein. Du sagst, Leverkusen hat gewonnen? Ich sage, sie haben 2-1 verloren. Nein. Nach einem tollen Spiel. Unglücklich, 2 Minuten vor Schluss. Warum haben Sie gewonnen? Psychologie. Psychologie, ja. Sie hatten es besser. Real musste ja gewinnen. Und auch Leverkusen musste eigentlich gewinnen, wie schon die Meisterschaft und den Pokal.
Aber das verzeiht man am ehesten, gegen Real zu verlieren im Champions League Endspiel. Gegen Real darf man verlieren. Ganz genau. Wie man so sagt. Also du sagst, Tipp ein Ergebnis? 3-2. Echt? In regulären Spielzeiten? Nee, mit Verlängerung. Gibt es ein Golden Goal? Ich glaube ja. Es soll aber wieder abgeschafft werden. Ja, genau. Wir hätten nie einen Olli Bierhoff gehabt, wenn das Golden Goal schon immer abgeschafft gewesen wäre. Aber er war es sich wert. So, jetzt, welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute zu Ehren von Stefan Effenberg ein Original Frühjahrsbock. Was sagen unsere Prominenten, unsere geliebten und verehrten Prominenten zur, ist die Ehe der Effenbergs schon zu Ende oder machen sie eine Pause? Ich glaube, es ist vorbei. Sie wohnt mit den Kindern in Florida. Florida wird bald voll mit Frauen, die dort mit den Kindern wohnen. Ja. Man muss sich das auch leisten können. Na klar. Normalerweise ist es ja so, dass man eine Mauer durch die Küche zieht, weil man das Geld nicht hat für eine Trennung. Aber unsere Promis haben es da besser. Da heißt es einfach, wo ist die Frau? Mit den Kindern in Florida. Was sagt ein Mann, der glücklich verheiratet ist, der die Liebe hat siegen lassen über alle gesellschaftlichen Vorurteile? Prinz Haakon von Norwegen. Er sagt, ich kann Effe verstehen, ich habe selber zu Hause eine heiße Blondine. Aus eigener Lebenserfahrung kann ich sagen, die dritte Frau ist immer die schwerste. Was erlaube Frau Struth? Bis vor wenigen Tagen FS Chef. Absolut. Er hat jetzt keinen Vertrag mehr. Nee, der ist, ist jetzt in Thailand, um sein Kinderhilfswerk nach vorne zu bringen. Uli Hoeneß sagt, Mensch, wenn wir geahnt hätten, dass der Effi noch was trifft, hätten wir ihn doch behalten. Ich finde, Stefan Effenberg sollte sich schämen. Mr. Tagesschau sagt, ich wette, Herr, Frau Strunz ist eine Granate im Bett. Ich habe es Ihnen gestern erzählt, meine Damen und Herren. Mein Sender hat mir eine Yacht geschenkt. Ja. Zur 1000. Sendung. Und sie wurde getauft am vergangenen Wochenende auf den stolzen Namen Lady Limburg. Sie liegt im Hafen von Cannes. Marco und Nathalie, unsere beiden Mitarbeiter, sind dort auf der Yacht zurzeit, um die Filmfestspiele zu beobachten. Und für 80.000 Dollar pro Tag kann die Yacht gechartert werden. Für Familienausflüge, falls der Schwippschwager kommt oder ein Stiefbruder überraschenderweise klingelt. Und es, man glaubt es nicht, trotz des, in diesem Falle muss die Floskel laut sein, stolzen Preises. Trotz des stolzen Preises bereits 2 E-Mails für Mietinteressenten für meine Yacht, die Lady Limburg. Und zwar der erste kommt von Elias Baumann aus Luzern in der Schweiz. Sehr geehrter Herr Schmidt, 7 absolut überzeugende Gründe, warum Sie uns unbedingt auf Ihre Yacht einladen sollten. Davon war nie die Rede. Davon war nie die Rede. Ja, Herr Baumann, als Homöopath, wie schreibt man eigentlich Homöopath? Ja, H-O-M-Ö-O-P-A-T-H. Genau. Kümmere ich mich um Ihre Gesundheit. Meine Partnerin steht als Altenpflegerin im Bereitschaftsdienst. Sie haben sich wahrscheinlich im Heim kennengelernt. Als Schweizer schlagen wir über die EU-Schranken. Kapiere ich nicht. Ja, die sind ja nicht in der EU.
Ja, klar, aber ich meine, ist das irgendwie eine Pointe oder was? Oder als Schweizer schlagen wir über die EU-Schranken, was soll das heißen? Ja, so eine launige Formulierung. Ach so. Tobias, der älteste Junge, bringt ihnen Schlagzeug bei. Angela, das Mädchen, lehrt sie Ballett. Und Gian, der Jüngste, zeigt ihnen, wie sie bei Computerspielen gewinnen. Sie müssen uns unbedingt kennenlernen. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und Sie verbleiben vor allem in Luzern, in der Schweiz. Ja. Danke. Dann schreibt mir Gerd Fromm aus Oldenburg. Guten Abend, Herr Schmidt. Ich möchte gerne etwas Zeit auf Ihrer Yacht verbringen. Ich bin besonders geeignet, da ich sowohl im Casino-Fachmann bin, 6 Jahre Berufserfahrung als Croupier, französisches Roulette, American Roulette, Poker und Blackjack, als auch Yachtsport-spezifischen Qualifikationen besitze, Bootsführerschein für Yacht, Binnenführerschein A, Motorbootführerschein, Surfschein, Tauchschein sowie Erfahrung in der beruflichen Seefahrt. Ich hoffe, die 80.000 Euro, nicht Euro, Dollar pro Tag sind noch verhandelbar. Nein! Und weiterhin viel Erfolg in Ihrer Spielhalle. So, in Oldenburg. Oldenburg in Oldenburg. Oldenburg in Oldenburg. Es gibt aber auch Oldenburg in Schleswig. Und Oldenburg in Holstein. Was? Ja, ist das nicht das wahrscheinlich. Ist das nicht dasselbe? Ja, das ist in Holstein, nicht in Schleswig. Oldenburg in Holstein? Oldenburg in Holstein, auf dem Weg von Lübeck nach Fehmarn. Wo man an Itzehoe vorbeikommt? Nee, an Itzehoe kommt man auf dem Weg von Hamburg nach Sylt vorbei. Das quält mich übrigens. Das ist gut, dass mir das jetzt einfällt. Kürzlich, als ich mal erzählt habe, wie es auf dem Bahnhof in Itzehoe zugeht, ja, habe ich dich abgewürgt, weil du erklären wolltest, warum in Itzehoe auf der Fahrt nach Sylt die Lok gewechselt wird. Ja. Warum? Weil dort die Strecke nicht mehr elektrifiziert ist ab Itzehoe. Das heißt, die E-Lok wird abgekoppelt und eine Doppeldiesel-Lok meistens wird vorgespannt. Hindenburgdamm. Fehlt oben was. Fiel mir nicht auf, als ich drüber fuhr. Man lernt nie aus. Genau. Man lernt nie aus. Und ich muss sagen, Effe wirkte in der letzten Saison auswärts spritziger als zu Hause. Meine Damen und Herren, wenn Sie sagen, das ist jetzt aber ein bisschen kindisch, es wird noch besser. Ehrlich. Das hier ist unser Liebling des Monats. Und wir haben lange überlegt, was können wir Ihnen heute darbieten. Unser Geschenk für Sie heute ist dieses. Heute, Pumuckl will König werden. Was waren das hier wieder für geheime Zeichen während meiner Ansprache? Ach komm, jetzt hast du dich nicht verkleidet. Ja, mein wieso, Gott. Wieso verkleidet? Entschuldige mal. War das falsch? Nein, das war falsch. Was war jetzt falsch? Was war jetzt falsch? Das Thema Yachten war doch noch gar nicht vorbei. Wir haben doch noch gar nicht die neuen Details deiner Yacht gesehen. Ja, das war doch noch gar nicht das Thema Yacht. Das war ja nur ein kleines Aperçu, ein retardierendes Moment. Es war falsch, das jetzt anzusagen? Ja, weil das tut da mir kam leid. Doch jetzt ist es möglich, dass wir die Passage, die wir jetzt gerade gemacht haben, rückwärts laufen lassen, um nochmal an den Punkt zu kommen, wo ich gerade war? Geht das technisch? Ja, macht es bitte. Diese Zeit muss sein. Ja. Wir spulen nochmal zurück. Ja. Auch um die Frage zu beantworten, wird bei euch eigentlich was bearbeitet? Nein. Okay, jetzt machen wir weiter. Ja. Dazu später. Das war ja noch gar nicht. Das werde ich immer wieder gefragt. Ach so, das ist nicht live. Ja, aber es ist ja wie live. Wird denn bei Ihnen viel geschnitten? Nein. Auch nicht, wenn mal ein Fehler passiert oder so. Nein. Denn dann wäre die Show ja leer. Ist das nicht anstrengend, jeden Tag so lustig sein? Och ja, man gewöhnt sich dran. Sie gehen doch auch jeden Tag arbeiten. Ja, aber es muss nicht lustig sein. Aber haben Sie vielleicht eine Yacht geschenkt gekriegt? Hier. Das. Ach, ich bin schon ein bisschen sentimental, wenn ich diese Lady Limburg so angucke. Ja, ja. Das ist ja noch auf der Werft im Schwarzwald. Ja, genau. Ja? Da sind meine Eltern beim Sonnenbaden. Noch im Stehen, weil die Liegestühle kamen verspätet. Und ich sage es nochmal, 80.000 Dollar pro Tag. Vielleicht können wir mal was von der Inneneinrichtung zeigen. Haben wir ein Foto. Das ist mein Bad. Das ist natürlich ein bisschen kleiner gehalten.
Ich selber muss mich im Knien rasieren, weil ich habe die Decken niedriger machen lassen, damit Kai Pflaume und Clerici oben mit den Rumba-Rasseln mehr Platz haben. Im ersten Stock, wo die Lounge ist. Ah. Wo die Lounge ist. Da für das Get-Together. Ja. Verstehe. Wie viele Leute haben Platz auf der Yacht? Gäste? Ja. 18. Mhm. 18. Nur Außenkabinen mit Balkon. Mhm. Und Room Service, 60 Mann Personal, alles Deutsche. Auch Westdeutsche. Und, können wir noch mal was zeigen? Meine Mutter. Ich wollte sie jetzt fragen, was sie liest, ja? Und das ist das Schöne, das ist so eine Marina, wie wir Seeleute sagen. Die kannst du ausklappen, ja? Das sieht, diese Buchstaben, da siehst du dieses S, A, und dann ist die Marina weg, da hat Sat.1 hinten drauf, schreibt Sat.1 loves you. Und da kann man sich raussetzen, baden bei schönem Wetter. Und ich sage es ehrlich, falls ältere Gäste kommen und es passiert was, schwupp. Aber alles nach internationalem Seerecht natürlich. Haben wir noch ein Bild? Du kennst ja meine Yacht mittlerweile besser als ich. Nein. Aber du bist kein Typ für eine Yacht, du bist seekrank. Du bist einer von den Typen, die dann dauernd mit diesem Punkt hinterm Ohr rumlaufen und irgendwie sagen, wird's noch schlimmer, wird's noch schlimmer. Was ich jetzt gehört habe bei meinen Seefahrerfreunden, wenn du im Hafen anlegst und so weiter, mit meinen frisch gestrichenen weißen Schuhen an Bord springe und so, ja. Im Golf von Lyon muss es die Hölle sein. Echt? Ja, im Golf von Lyon muss es die Hölle sein. Windstärke 10, ja, und Knochenbrüche. Und man glaubt, man kommt nicht mehr vom Schiff. Echt? Ja, habe ich mehr Verkehr. Ich werde den Golf von Lyon vermeiden. Furchtbar. Und wir haben uns eine tolle Überraschung einfallen lassen für alle, die dieser süße kleine Kobold seit ihren Kindertagen begleitet. Etwas ganz, ganz Feines. Heute, Pumuckl will König werden. Das war doch gerade ein Fehlschnitt auf mich, oder? Ich war doch gerade im Bild und der Vorspann war noch nicht zu Ende. Ja, eigentlich sollte es. Es muss sich schon jeder ein bisschen konzentrieren. Mir ist wirklich in über 1000 Sendungen nie ein Fehler aufgetreten. Es kann doch hier nicht jeder machen, was er will. Nein. Oder? Das ist doch hier nicht WDR 3 oder sowas. So, jetzt kommt ein toller Sketch. Und wer schon mal im Theater war, weiß, im Sketch, da muss man sich verkleiden. Bin gleich wieder da, dass mir keiner weggeht. Ich frage mich, ob Kalmund schon heulend mit den Fäusten auf den Rasen schlägt. Also, ich verkleide mich jetzt und dann reißt es sie vom Hocker, so dermaßen gut ist das. Hallo! Ich hab's gewusst. Brüller. Brüller. Willkommen bei der FDP. Ja, Pumuckl. Wir spielen jetzt den Katz. Pumuckl will König werden. Ich will König werden, ja? Ich will König werden. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Da kriegt eine Krone. Krone. Ah, Pumuckl, das geht weiter. Doch, das geht. Immer diese Wahlen. Das ist ganz schön anstrengend mit der Stimme. Ja, schau, Pumuckl, die Demokratie, ich kann überhaupt nicht bayerisch, das ist, dafür kannst du schön schnitzen. Es wirkt ein bisschen pervers, wie du dieses Holz mit dem Messer streichelst. Es sieht aus, als würde man sich eine Nachkriegsstulle schmieren. Ja! Ich finde, ich habe Pumuckl nicht so gut drauf, oder? Ja, okay, dann lassen wir's. Ja, sag mal ehrlich. Es gibt Leute, hier der Peter im Vorspann hatte Pumuckl besser drauf. Ja, finden gut, dann. Von der Stimme her. Die Leute haben sich doch weggeschrien, das war doch sehr gut. Finden Sie das lustig? Ja, ich will König werden! Immer diese Wahlen! Immer diese Kabinen! Da darf ich gar nicht rein! Ja, aber schau, Pumuckl. Es soll doch alle zur Wahl gehen. Wen alle? Ich nicht? Ja, aber schau, Pumuckl, alle Menschen sind gleich. Aber was soll denn der
Quatsch! Schauen Sie doch mal selber an! Alle Menschen sind gleich! Ein König, der hat die Krone, das ist den ganzen Tag schulfrei! Und alle Kobolde, da sind alle Marmeladegläser rein und die Süßwarengeschäfte! Und alles, die ganzen Spielzeuge! Alles und sonst! Das haut dir dermaßen auf die Birne, dieses. Ja. Da sieht man mal, was Hans Clarin über all die Jahre geleistet hat. Absolut. Wirklich wahr? Ja. Enorm. Ja! Ja, aber Pumuckl, schau, du kannst ja überhaupt nicht König werden. Du bist ja unsichtbar. Ah, da hast du recht, das ist mich überzeugt. Sketch aus, danke! Mein Haarteil ist verrutscht. Ich habe es extra nochmal angeklebt. Jetzt hält es, glaube ich, besser. Ich mache mal ein bisschen Pritt drunter. Ich habe gesagt, keine Sketche mehr, seit ich ein Haarteil trage. Das macht ihr nur, damit das Haarteil verrutscht. Weil ich mir dauernd diese blöden Dinger aufsetzen muss. Nachher, wo Kai Böcking kommt und so geil aussieht. Willkommen beim RTL Nachtschuss. Ja. Alles mit Absicht. So, kommt jetzt die Studio-Umfrage. Ja. Ja, meine Damen und Herren, ein ernstes Thema. Ich finde, Eigenurin gibt doch mehr Glanz. Okay. Ist auch eine Form von Behinderung. Herr Schmidt, haben Sie die 10 Jahre bei NTV verändert? Wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen? Wahlberechtigt 230, gültige Stimmen 202, nur noch 87,8% Wahlbeteiligung. Demokratie, Wahlmüdigkeit. Ja? CDU, CSU 22,3%, SPD 30,2, Grüne 16,8, FDP 25,7 und PDS 5%. Das heißt, die SPD hat sich ein bisschen erholt. Ja, es läuft alles auf große Koalition raus. Auf eine große Koalition? Mit Sicherheit, die FDP will ja keine mehr haben. Also wer will denn mit dem großen Guido regieren? Da nehmen die sich lieber, unterscheiden sich doch gar nicht mehr viel im Wahlprogramm. Da lehnst du dich aber sehr weit aus dem Fenster dafür, dass wir eine politisch neutrale Sendung sind. Wer will denn den großen Guido haben? Leute, die so aussehen wie ich zum Beispiel. Ich finde, Leute, die so aussehen wie ich, wählen FDP, sitzen am Tegernsee und sagen, ich habe zum Glück alles rechtzeitig meiner Frau überschrieben. Und sie fragt sich, wofür oder so. Ja, ja, sie brauchen es noch. Das läuft auf eine große Koalition hinein. Für mich läuft das auf CDU, CSU, FDP hin. Im Endergebnis. Ja gut, wir sind ja nur die Übermittler, wir sind ja nicht die Analysten. Ja, eben. So, meine Damen und Herren, ein relativ unspektakuläres Abstimmungsergebnis heute, finde ich. Ja. Mein heutiger Gast erfreut uns täglich im ZDF mit seiner sympathischen Quizshow Risiko. Unser lieber Freund, herzlich willkommen, Kai Böcking!
Wie geht's? Bestens, bestens. Schicke Frisur war das gerade eben. Ja, cool, oder? Eigentlich schön. Passt so zu dir und deinem Auftreten eigentlich, finde ich so. Also eher seriös, nach vorne hin. Moment, was heißt es jetzt genau, passt zu dir und deinem Auftreten? Ja, zum Alter hätte ich auch sagen können, aber das wäre nicht ja. gewesen. Ja, ich hoffe, du erreichst dieses Alter auch. Ich tue mein Bestes. Ja, wie fühlst du dich so? Wie alt bist du jetzt? 37? Man sieht es nicht. Du wirkst wie Anfang 30. Dankeschön, ja. Ihr wirkt beim ZDF alle 10 Jahre jünger als ja, normal. Die Arbeit hält jung im ZDF. Ist das so? Doch. Wie ist die Stimmung im ZDF? Man hört immer so viel, so der Sender möchte jetzt mehr junge Zuschauer erreichen und so. Ich glaube, was ist denn? Ja, wir bemühen uns. Ihr habt einen neuen Intendanten und so. Man hat das Gefühl von Aufbruch und von positiver Stimmung im ganzen Laden. Also ganz ernsthaft ist es so, ja. Man versucht so einiges, um die Jungen auch zu kriegen. Vielleicht noch nicht hart genug, aber wir arbeiten dran und in 30 Jahren sind wir soweit. Ja. Das wird vorher. Und außerdem, es wird der Trend kommen, wo man sagt, man muss sich um die älteren Zuschauer bemühen. Wir werden immer älter im Schnitt in der Bevölkerung. Ach. Ich glaube, in 5 Jahren werden das alle erkannt haben und sagen, jetzt müssen wir die alten Zuschauer erreichen. Glaubst du nicht? Du, ich finde ja die alten Zuschauer genauso gut wie die jungen. Also ich finde das ja vollkommen Quatsch. Also es sind Zuschauer sind Zuschauer und Leute, die Spaß an Fernsehen haben, sollten zugucken. Ja? Und ob alt oder jung, ist eigentlich wurscht. Guck mal, bei dir gucken auch nicht nur die Jungen, oder? Sondern du hast da wahrscheinlich auch ein paar, die ein bisschen überwiegend, ich bekomme sehr viel Post von älteren Menschen, die sagen, endlich mal ein Mensch, der so spricht, dass wir ihn verstehen, der nicht nuschelt. Der eine Frisur hat, die dazu passt. Der Frisur hat, die dazu passt, der unsere Themen anspricht und so weiter. Und das ist die Zukunft. Das Fernsehen, das die reifere Generation anspricht. Denn die haben ja auch das Geld, mal ehrlich gesagt. Das stimmt eigentlich. Diese jungen Schlampen haben doch keine Kohle. Bist du Fußballfan? Ja, aber nur eigentlich Bayern-Fan. Und Bayern, ja. Ruhig bleiben. Man, bin Bayern-Mitglied. Eben. Was sagst du zu Effenberg? Stramme Leistung. Inwiefern? Ja, ich finde, dass der Mann einfach immer wieder mit was Neuem um die Ecke kommt. Und das ist schon ziemlich genial. Also mit Claudia jetzt, die aus München kommt. Und wer in München mal aus war früher, der konnte sie auch öfters mal treffen. Eine ganz nette übrigens. Wieso öfter mal treffen? Wie? Die hat in einem sehr bekannten Lokal in München so die Gäste sortiert und hingesetzt. Aha. Und ist wirklich eine ganz bezaubernde Frau. Und die Wahl auf Effenberg, ich weiß nicht, wird irgendwas haben. So wie da wollen wir nicht richten, das sind Gefühle, da steckt man nicht drin. Da also weiß ich sag man mal, nicht. Jens Riva und Stefan Effenberg, ja, die beiden müssen ja was haben, die Jungs. Wieso? Oder? Die haben, so ach so, die jeder für sich muss etwas haben, ja. Ich denke schon. Guck dir an, Michelle ist eine tolle Frau, die sieht toll aus. Die ja. Claudia Strunz sieht gut aus, ja. Und wenn die Jungs sie abkriegen, dann muss schon was dran sein, irgendwo. Hat dich das geschockt mit Jens Riva und Michelle? Geschockt, überrascht, würde ich mal so sagen. Inwiefern? Ich habe immer gedacht, dass die Tagesschau-Leute einfach so ein Leben ohne Unterleib führen. Weil die immer so, die sitzen da immer und lesen die Nachrichten und dann denkt man immer, die haben nichts unten drunter. Ja, aber das tun viele, die mit einer Granate im Bett waren. Ja. Verstehst du? Was ich. Ja. Den Spruch fand ich schon ziemlich. Was ja. heißt denn das eigentlich, Granate im Bett? Die explodiert oder was? Ja. Ja? Und sie ist hemmungslos und sie. Sie ist bereit, wirklich richtig zur Sau zu werden. Also so kenne ich das landläufig, aus von Büchern. Nein, aus Büchern. So. Ich kenne Michelle leider nicht. Ja. Ich kenne Michelle nicht. Ich habe ihre Platten, aber persönlich kenne ich sie nicht. Ich fand ja viel interessanter, dass sie ohne Slip in die Disco geht. Michelle? Ja. Gab's auch zu lesen. Ja, sie war ja auch mit Matthias Reim verheiratet. Der geht auch ohne, oder was? Nein, aber man muss sie ja irgendwie kennenlernen. Ach so. Ja. Sie geht ohne Slip ja, in die Disco? Ja, habe ich gelesen. Das fand ich, hat Herr Riva auch ja, aber das behauptet vielleicht Jens Riva, weil das Leute über ihn in Bezug auf die Tagesschau sagen. Er hat so. Gesagt, er wäre eifersüchtig, weil sie immer ohne Slip in die Disco geht. Mit ihrem Designer, mit ihrem Stylisten. Ja. Gut, das ist schmutzige Wäsche, das ist nicht unser Feld. Wir sind eine seriöse Politshow. Lass uns zu etwas menschlich Schönem kommen. Du wirst demnächst zum ersten Mal Vater. Ja. Wisst ihr schon, ob es Junge oder Mädchen wird? Ja. Aber ihr wollt es nicht verraten? Nee. Habt ihr auch noch nicht das Kinderzimmer blau oder rosa tapeziert? Wir haben noch gar nichts tapeziert, das ist unser Problem. Wir sind wirklich noch absolute blutige Anfänger. Es ist gar nicht mehr so lange hin, also nach ein paar Wochen und wir haben noch nichts. Also wir haben gerade mal einen Stubenwagen und es fängt schon damit an, wir haben wirklich beide, unser erstes Kind, keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Du ja. bist ja da eher erfahren mit... Ich kenne mich aus. 15 Kindern? Drei. Aber man kann es sich nicht vorstellen, was auf einen zukommt. Weißt du, das Leben wird sich total ändern. Du wirst dein Fiat Uno verkaufen müssen. Was hast du für ein Auto? Ein Zweisitzer. Du fährst einen Porsche? Ja, immer. Wie Kai Pflaume? Aber einen anderen. Helmut auch übrigens. Ja, ich weiß. Der fährt sogar Rennen. Ist
Ja, ja. Zweiter aber auf einem Alfa Romeo. Ah, okay. Ja. Nein, das ist das Problem bei dem Auto. Und, aber es gibt Gott sei Dank jetzt einen Kinderwagen von dieser kleinen Firma, der so klein zusammenfaltbar ist, dass er auch in einen Porsche reinpasst. Es gibt einen Kinderwagen von Porsche? Ja. Ganz geiles Teil. Und Sie, ist das nicht sehr peinlich, wenn man einen Porsche-Kinderwagen irgendwie durch... Naja, ich musste mich... Na, ja. Ich musste mich halt entscheiden. Oder wir haben einfach gesagt, wollen wir den Wagen behalten oder wollen wir auch so ein großes... Du kennst ja Kinderwagen, die sind ja so groß und sperrig. Ja. Und du kriegst ja im Grunde kein Auto, außer du hast einen Lastwagen. Ja, kriegst du einen Kinderwagen rein. Und dann haben wir den gesehen... Da kann ich dir einen Tipp geben, man kann diesen Kinderwagen auseinanderlegen. Ja, ja, ja. Aber, also, sicher, in den ersten Monaten versucht man, ihn komplett reinzuschieben. Ja. Ich sage dir... Aber du kannst ihn auseinander machen. Ja. Und, ich sag's dir... Du wirst den Porsche verkaufen, du kriegst das Kind, du kriegst den Kindersitz nicht auf den Rücksitz im Porsche rein. Nein, der soll ja vorne rein. Ja, und die Frau? Ja, die Frau muss halt mit dem zweiten Auto fahren. Was ist das für eins? Auch ein Zweisitzer, aber kein Porsche. Was denn? Es ist ein MG. So ein kleiner. Also pass auf, es ist ja so, man muss ja im Grunde sich entscheiden, irgendwann im Leben. Ich weiß nicht, vielleicht gehen wir auch nur zu Fuß mit dem Kind irgendwie. Nein. Ja? Aber momentan ist doch einfach so, wenn die doch so einen Kinderwagen haben, dann nehme ich doch den, pack den vorne rein, der passt nämlich vorne in den Kofferraum, in den kleinen. Ja. Und dann hast du hinten zwei Sitze und vorne zwei Sitze. Ja. Ja? Also das heißt, du kannst den Kindersitz hinten hin tun. Ja. Oder vorne hin, dann muss die Frau nach hinten. Oder ich, je nachdem. Ja. Es geht schon. Wir probieren es mal aus. Gut, aber wenn das Kind größer ist, ein Jahr oder so, dann kommt es in so einen Kindersitz oder in so eine Trage, in so einen Maxi-Cosi und den musst du festschnallen und dann ist vorbei mit diesen Kindersitzen. Und du wirst auch genervt sein. Ich freue mich, wenn du hier im Ford kommst, weißt du, so mit Heckklappe hinten. Die tun hinten, was. So. Ja, und, ja. Und dann, du hast ja auch die ganzen Kekskrümel dann alles in den Ritzen von und zermatschte Bananen und so weiter, aber verrutschte Windeln. Das, ja. Ist alles okay, das kommt alles wieder raus. Vor allem natürlich das vollgekotzt werden bei der Fahrt. Du machst mir Hoffnung. Es riecht dann so säuerlich in diesen Autos. Ich muss echt gestehen, ich habe ja noch überhaupt keinen Plan, wie das überhaupt mit den Windeln geht. Ich habe auf dem Weg hierher schnell noch eine Windel geklaut. Ja, aber das ist ja einfach. Nee, ist das wirklich einfach? Mit der Windel, das ist heutzutage so ein Thema. Das ist das Einfachste der Welt. Ich muss ja gestehen, ich weiß ja nicht mal, was innen und außen und vorne und hinten ist bei dieser Windel. Zeig mal her. Ist das sehr kompliziert? Oder? Ja, das ist eine sehr kleine Windel. Ja, ist also neugeboren. Das ist so für die ersten vielleicht 6 bis 8 Wochen. Es ist ganz, ganz einfach. Du hast natürlich eine spezielle Windel für Junge oder Mädchen. Nimm doch mal so ein Buch oder sowas dann als Baby vielleicht. Hier, ich nehme hier den Scherembel. Deutsche Gesetze. Hier, den Scherembel. So. So, du legst das Baby so rein. Ja? Das ist zu breit. Ich nehme hier den Tischstaubsauger. Ist das schon? Ja. Ja. Ist auch noch zu gut. Ja. Hier legst du das Baby rein. Ja? Erst machst du das Baby sauber. Das ist ganz wichtig, sonst wird es wund. Wie oft machen wir das? Einmal die Woche? Ha! Nee, das ist also 2 Uhr nachts, 4 Uhr nachts und so weiter. Ja? Du machst das Baby sauber, wirf es weg, Schatz, ja, so. Ein Creme, hintern ein Creme oder nicht? Man glaubt es ja auch. Eigentlich nicht. Jahrelang haben Mütter gecremt, wie verrückt. Ja. Und man hat festgestellt, dieses Fett in der Creme fördert eigentlich eher Entzündung oder Pilze. Ah ja, ja. Also nicht Creme, sondern nicht was Creme, einfach so richtig sauber machen. Sauber lecken und dann ist gut. Auch, ja. Gut. Ja. So, hoch. Mhm. Und das sind ja alles hier diese Klettverschlüsse. Einmal. Zweimal fertig. Ja. Das ist das Einfachste, was es gibt. Also das ist vorne, oder? Das ist vorne. Wo die Bildchen drauf sind, ist vorne. Die Windel wird vorne zugemacht unter dem Nabel. Und das Schöne ist natürlich, es kann sein, dass dein Baby diese, wie heißt das, 3-Monatskrämpfe hat. Das ist nicht schlimm, es ist nur sehr laut. Ja? Das heißt, das Baby schreit eigentlich durch, 24 Stunden, man wird panisch als Eltern, weiß nicht, was es ist. Und das dient aber dem Aufbau der Bauchmuskulatur. Weil man schreit nie wieder so richtig wie als Baby. Und was mache ich dagegen? Nichts, du gehst auf und ab, hast das Baby so, machst so, es bringt nichts. Ja? Gibst es der Frau zurück und so weiter. Das ist nicht übertrieben, ja? Na, großartig. Das hört gar nicht mehr auf? Nein, da kommen dann Bekannte vorbei und sagen, ach ja, genieß es, es geht so schnell vorbei. Windel ist ganz einfach. Bäuerchen. Was ist mit Fencheltee? Fencheltee soll das Allheilmittel sein bei Krämpfen und Bauchweh. Ja. Ist es das, oder? Also, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, ich glaube schon, ja.
Bäuerchen ist ganz wichtig. Wenn du das vergisst, dann kommen die Blähungen und dann schreit es die ganze Nacht. Hier, Tuch über die Schulter und dann klopfen, bis es richtig kommt. Ja. Du hast dich wirklich noch nicht sehr damit beschäftigt. Nein, das ist wirklich das Problem. Ich habe ein bisschen viel getan die letzten Monate und wir haben irgendwie noch gar nichts eingekauft. Wir müssen das jetzt mal machen dringend. Ja. Und es gibt ja immer von allen Seiten gute Ratschläge. Was hilft, was nicht hilft. Sowas war. Man wächst rein. Du meinst, ich krieg das hin? Ja, hundertprozentig. Ist es eine schöne Erfahrung? Ja, absolut. Es wird dein Leben radikal verändern. Klingt wie eine Floskel, ist aber so. Ja? Ja, und dann, wenn erst das zweite und dritte kommt und dann schönen großen Van. Also wenn du nicht mehr in die großen Hotel musst im Urlaub und so weiter, sondern irgendwo auf dem Bauernhof bei Passau Tierferien machst und so. Aber das brauchst du nicht, weil du wohnst ja auf dem Bauernhof. Ja, ein bisschen draußen. Ja. Aber eine Frage habe ich noch. Es heißt auch, man muss die Kinder nach dem oder vor dem Wickeln, besser gesagt, irgendwie föhnen, also so heiß, mit so einem Heizstrahler oder abföhnen, dass sie trocken werden? Nein. Es gibt vielleicht Leute, die das machen, aber... Ist das nicht gefährlich bei Jungs, wenn die pinkeln so mit dem Föhn, dass man da vielleicht... Das würde ich nie im Leben machen, es ist viel zu heiß, du verbrennst ja das Kind ganz schnell. Okay. Sauber abtrocknen, ja, genügt völlig. Ja? Keine Creme? Also ich würde es nicht machen. Beim ersten Kind cremt man sehr viel, ja. Beim zweiten Kind cremt man nicht mehr und das dritte Kind überlässt man sich selber. Das war nett. Wir freuen uns auf dein Special mit Pavarotti. Weißt du denn schon, wann das ist? Nee, in 3 Wochen, glaube ich. Pavarotti and Friends im ZDF. Mit Pavarotti, mit Luciano Pavarotti. Komm wieder, mein Lieber, wenn das Kind da ist. Toi, toi, toi für dich und deine Frau. Dankeschön. Für die Geburt. Und viel Spaß mit dem Nachwuchs. Bis morgen Abend. Guten Abend.